Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark and Light. So, wir drei Zwerge sind wieder unterwegs. Ja, Tagesziel müssen wir mal gucken. Haben wir immer noch vor der Brust den kleinen Goblin-Gizmo, dass wir ein paar Goblins finden. Ich glaube, das machen wir mal als erstes. Dann haben wir ja immer noch Schild und Schwert über. Das müssen wir auch noch irgendwie erledigt kriegen. Ja, dann lassen wir euch einfach mal überraschen, was hier so passiert und wo die drei Zwerge hingetrieben werden. Jo, genau. Hallo und moin moin. Ja, meine Zwergin hier ist richtig sexy heute unterwegs. Sie hat neue Kleidung gekriegt. Ja. Kupferne Kleidung. Minirock und so. Schön. Naja, warum nicht? Sie sieht hübsch aus. Jawohl. Da muss ich nur aufpassen, dass Bock wieder nicht hinterm Herr rennt. der 5. Ach, der verprügelt mich nur. Okay. Da muss ich mehr Schutz suchen beim Money. Ja, ich schütze dich schon in meiner Kemenate. Okay. In deiner Kemenate aber nur, ne? Oh Mann, oh Mann. Hier machst du was mit, doch. Wo ist denn hier der Abgang? Der Ausgang, meine ich. So, ich denke. Warum habt ihr eigentlich alle einen Schornstein und ich habe keinen Schornstein? Ach, so viel Fleisch vergammelt bei mir. Alles vergammeltes Fleisch. Können wir vielleicht bei den Zwergen verkaufen. Aha. Warte mal, was haben wir denn hier noch in den Kisten? Kupfer ist erstmal genug, glaube ich. Wir könnten noch Eisen mitbringen, wenn wir was finden. Das ist nämlich ganz schön knapp. Guck so mal viel. In den Öfen nach. Oh, hast du was in die Öfen getan? Das war ja, übrigens der 500-jährige Zwerglotte. Allgemein oh, ja, sehr schlecht aus im Moment. Ach, Holz hier ist auch. Aber wir haben ja ziemlich viel Holz unten. Erstmal Holz klauen unten. Hier ist Nitril. Und hier ist irgendwas. So, was mal auf. Dann machen wir mal einen Ofen. Machen wir jetzt mal. Ich packe das Eisen mal in die Kisten, ne? Zumindest die vollen Barren. Also die 200er Päckchen. Ja. Oh Mann, ey, das war keine gute Idee. Scheiße. Ich mach schon wieder Zeitlupe hier. Sieht aber echt gut aus. Sie sieht heute echt so kupfern aus. Was habe ich denn, was ich reinschmeißen kann? Ja. Oh, Moment. Ich will da nur eben zum Ofen. Ja, ich wollte hier nur mal kurz. So. Was? Lauf doch vorbei. Ach, warte mal, ich kann doch einen Rucksack nehmen. So. So. Ja. Erstmal wieder reinkommen. Jetzt wieder so lange Fallout 96 gespielt. Jetzt kommt man wieder nicht zurecht. Ich muss auch wieder die Tasten. Fallout 76, so. Ja. Du hast so die Meldung gelesen, Spock? Welche? Hm? Dass wir heute spielen. Ja, das hatte ich gelesen, ja. Weil es ging, ich hab das leider vergessen, früher zu machen. Sonst hättest du das schon früher gehabt, die Info. Weil wir waren echt 11,5 Stunden oder so online und haben gespielt wie die Blöden. Aber wir haben auch schöne, schöne Videos, finde ich. Also, das hat sich echt gelohnt. Und da gibt es auch ein paar, die schauen sich die tatsächlich schön an. Das finde ich cool. Auch die Aufrufzeiten sind gar nicht so schlecht. Auch die Abspielzeiten, also die Zeiten, wie die Videos geguckt werden. Ja, das ist eine Serie, da geht's richtig zur Sache. Da hauen wir den Leuten richtig, den Viechern auf die Köpfe. Und ich glaube, das mögen die. Das ist mitgemocht. Ja, doch. Mal gucken. Wir sind ja auch richtig, wenn wir eben 9000 Schuss verballern, ne? Und ich nur alleine. Ist da schon einiges los. So, ich will mal eben gucken, ob sich das geändert hat. Ja, super, super, danke schön. Leute, das macht ihr prima. Schaut schön unsere Videos an. Das freut uns alle.
Ja, wie gesagt, ich kann so, auch ich immer wieder Eisen nur sagen, danke Matt Mickey für deine lieben und guten Tipps und Ratschläge. Danke für deine Geduld. Aber wir sind halt nicht die allerschnellsten Zwerge. Aber ja. Ja, ich habe noch eine PDF in unseren Dings gelegt. Weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Da sind die Tipps zusammengefasst, die mit mir ja freundlicherweise dagelassen hat. Also, seid ihr damit einverstanden? Ich würde einmal vorschlagen, zum Verkaufen mal wieder, dass wir ein bisschen Gold machen zu der Zwergenstadt. Da oben sind dann ein, zwei Eisenquellen, die wir mal eben holen können. Und dann vielleicht finden wir ja unterwegs ein paar Goblins. Was haltet ihr davon? Oh, ich finde das gut. Also auch gar nicht lange aufhalten, jetzt hier einfach los und fertig. Und von dem Leben, was wir unterwegs finden. Ja. So, die Handschuhe nehme ich mal raus. Die kaufen ja keine Klamotten, ne? Nee, aber ich habe jetzt mal Holzkohle mitgenommen. Ich habe jetzt vergammeltes Fleisch mitgenommen. Das kaufen sie ja. Ja. Jetzt hole ich unterwegs noch Äpfel. Ja. Kaufen die nicht auch Leder? Leder kaufen sie auch, ja. Könnte ich mal ein bisschen Leder mitnehmen. Oder? Ja, nachher schleppe ich das umsonst mit. Das ist auch blöd. Also Leder kaufen sie auf jeden Fall. Ich meine nicht. Oder wir kloppen da mal ein bisschen Leder unterwegs. Guck, da war was zum Ablegen. Nimm dir noch getrocknetes Fleisch aus dem Ständer. Also ich kann nicht ein bisschen blechern und dann tät ich mal nie. Ja, müssen wir gleich in der nächsten Folge dann einmal kurz neu starten. Damit ich was zu essen habe. Genau, 100. Kannst du hier rausnehmen, oder? Brauchst du noch was zu essen? Spock kommt klar, ich hab. Spock, brauchst du noch Fleisch? Nee, ich hab 120 an Mann. Ja, ist gut. Dann nehme ich mir das Money, ne? Ja, ja, ich habe ja was rausgenommen schon für mich. Ja, ist gut, wunderbar. So, dann hole ich schnell ein paar Äpfel. Die holen wir unterwegs am Baum. Ja, genau. Ich habe auch ein bisschen was zum Verkaufen. So, und das qualmt hier wie Sau. So, mal kurz gucken. Dann kann ich doch hier mal noch irgendwo diese speziellen Steine. Nee, wo sind sie denn? Wir finden alles unterwegs. Lass uns erst losziehen ein bisschen. Nein, ich will nur das Zeug kurz ablegen. Ach ja. Ich finde die Kiste mit den Steinen. Nee. Das ist doch die erste hier oben gewesen. Hier waren Steine drin. Hier. Nee, die Steine meine ich nicht. Ich meine diese anderen Steine. Ach diese speziellen, diese Uncommon Stone und Kupfererz habe ich auch noch so richtig. Das kann ich auch erstmal da. Muss ich jetzt dann nicht hinten. Ach, Eisen ist eigentlich genug da auch erstmal. Das habe ich erst, ja, das habe ich aus den Öfen genommen mal. Ja, ich habe ja letzte Woche mal gearbeitet, im Gegensatz zu euch. Ja, ja. Wir haben wieder nur rumgelungert. Hier waren die grünen Steine drin. In diesem hier, ja. Nee. Ich habe die ja gerade hingelegt. Gut. Dann haben wir sie, ja, da können wir ja los. Ja, aber ich bin noch nicht ganz. Moment, das noch raus. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Ding? Das muss dann gehe ich schon mal an den nächsten Baum und hol mir Äpfel. Ist gut. Die letzte macht die Tür zu. Ja, du sagst schon ganz wohl, weiß ich, die letzte, ne? Ja, ja, meine kleine Quenny muss wieder hier als letztes raus. Warte mal, da kann das vielleicht noch hin. Was ist denn mit diesem blöden Fell? Wieso hängt das jetzt hier wieder drin? Oh. Ich habe nur 8 Pfeile verflixt. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Na komm. Na gut, dann oh, die Dunkelheit Sterne. Kommt. Wir kriegen jetzt Ärger mit Monstern eventuell vielleicht. Ach so. Dann bleiben wir noch einen Moment am Haus. Jo. Und schützen das Haus. Okay. Gut, schützen wir das Haus. Da kann ich noch ein paar Pfeile machen. Warte mal, mal gucken, was brauche ich denn für Pfeile?
Das ist natürlich, was ich weggelegt habe. Ja, aber das, das war das, glaube ich. Das brauchte ich, Holz. Und das brauchte ich. Mann, da ist ja nicht mehr drin. Gut. So, Pfeile. Es wird immer dunkler. Ach, ich brauche Stroh, kein Dings. Ein Stroh. Da, ne? Das packe ich da mal mit rein. Ja, ist das drauf? Ja. Ich gehe mal aufs Dach, mal gucken, ob ich irgendwas sehe. Da irgendwo was kommt. Ist denn diese komische Farbe gekommen? Ja. Ah ja. 50 Pfeile, dann habe ich da. Ja, das ist doch super, das passt. Das passt doch. Cool. So, mein Bogen, nee, meine Armbrust ist da. Ja, ist alles perfekt. Ja, nicht ganz perfekt. Aber ich sehe gar nicht, dass das dunkel ist. Moment. Ja, ist ja so ganz rot und dunkel alles, aber man sieht keine Viecher. Ach so. Kein gar nichts. Keine Metroiden und nichts. Das ist seltsam, ist das. Da hinten ist Meteorit. Ganz dahin. Bumm. Jetzt hat er sich irgendwie. Ich laufe da mal hin. Ja? Ich laufe da jetzt hin. Gwendy läuft da mal hin. Gwendy kann nicht laufen. Warum kann Gwendy nicht laufen? Die ist überladen. Wieso ist Gwendy überladen? Neben Rucksack. Nee, Moment. Ich habe irgendein Problem mit der Ladung. Ich habe die Steine nicht wieder abgelegt. Ja, genau. Gwendy, du bist echt vergesslich. Oh, meine Güte. Komm, au. Hat für einen Kopf gekriegt. So. Raus. Nichts los hier. Kein Meteorit, kein gar nichts. Einen habe ich gesehen, der funkelt da hinten so ein bisschen. Da fällt ein Baum, da ist Spocky schön zugange. Ja, denke ich, ne? Ist ja meistens so, dass der für Bäume fällt. Ja, ich arbeite wenigstens für mein Geld. Ja. So ist das so. Einer muss ja was tun. So, jetzt packe ich die aber. Die kann ich da unten in die Kiste packen. Irgendwo. Muss noch mal unsere Kisten haben, Leute. Oder das einfach anders aufteilen. Das passt. Wir brauchen Schränke. Die sehen sowieso jetzt mittlerweile schon ziemlich blöde aus, die Kisten. Sobald wir können, machen wir Schränke. Ja. Da sieht das wohnlicher und vernünftiger aus. Und sobald wir können, wird das hier in Stein umgewandelt. Genau. Ja, mit Miki hat. Oh, hier ist ja schon ein Komposter. Okay. Ja. Und hier oben hatte ich die Wand gesetzt. So, einmal da rüber hupfen, Tür zu. So. Oh Mann, Granny ist. Also, sie will einen kühlen Ort haben. Was meint sie damit? Jetzt überlege ich gerade, wo das genau war mit diesem Stein runter. Wo seid ihr jetzt gerade? Ich laufe hier rum und hoffe, dass jetzt mal irgendwo ein Monster kommt oder sowas. Sonst kommt nichts. Kein Skelett, kein gar nichts. Huch. Nö, die ist leer. Das Viehzeug ist hier hinten. Ja, das sind ja normales Vieh, aber keine Monster oder irgendwie sowas. Ist ja auch wieder hell jetzt. Nee, ich sehe hier nichts mehr. Was ist das da? Oh, da kabbeln sie sich. Okay, ich komme zurück. Oh, kann ich nicht laufen? Ah, jetzt muss ich die richtige Taste drücken. Oh, und wieder ändern.
Ja, nicht japsen, nicht japsen. Die wirkliche Japs. Dauerlauf, Marsch, Marsch. Hallo. Oh, Fleisch, Fleischhaufen. Oh, mein. Granny hat das Schaf totgeschlagen mit einem Faustschlag. So was. Ein Schäfchen. Moment mal, das Schwert in die Hand. Und komm, gib uns etwas Fleisch, bitte. Das tun wir gleich noch in den Ofen. So. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Fleisch. Meine Güte, ist ihr heiß. Oh. Was steht denn davor? Ah ja. Ja, ich hoffe, man kann mich gut hören. Nicht so überdreht laut. Au, boi, Türkopf. So. Boi. Wo ist denn unser 500-jähriger Mann? Ist der schon? Ich bin schon wieder am Weg Richtung Zwergensiedlung. Ihr kommt ja nicht in die Puschen. Oh Mann, oh Mann. Wo bist du, Manni? Ich verbitte mir das Wir. Ich wäre schon dreimal da gewesen, aber ich wollte ja Gwenny begleiten. Aber sie kommt ja nicht aus der Puschen. Wenn eine Frau sagt, ich bin in 5 Minuten fertig, meint sie 5 Stunden. Okay, wo bist du denn jetzt, Manni? Hinterm Haus bei den Kisten. Ich lege eben noch ein bisschen Holz und Stein ab und dann geht das ab. Ah, da bist du. Okay. Na komm, lass uns gehen. Bevor Spock wieder zurückkommt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was habe ich denn jetzt hier noch für einen Schrott? Ich lasse das auch mal hier drin. So, ein bisschen Holz nehme ich zum Verkaufen mit. So, dann bin ich halt nicht ganz so schnell. Ja, ich. Was habe ich denn? Ich kann noch Gewicht machen. Moin. Und Attacke. So, mache ich mal Attacke noch. So, bist du jetzt soweit? Machst du die Türen wieder zu? Und, oh, weglassen. Da können auch die Ich Viecher war ja rein. Draußen. Du bist ja rausgegangen und hast die Türen aufgelassen. Ich bin aber auf der anderen Seite rausgekommen. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin schon am Fluss hier vorne. Hier oben bin ich. Da ist, Hier. Bist du noch im Haus? Andere Richtung. Wasser. Andere Richtung? Ach so, okay. Ich laufe am Wasser lang. Ich gehe jetzt einfach rüber auf die andere Seite Richtung. Ich gehe Richtung Ruine, fertig. Ja, genau, da gehe ich auch hin. Vielleicht treffen wir uns ja hier irgendwo. Müssten uns ja eigentlich schon sehen können, ne? Rucksack erstmal nehmen. Ja, meine Gwenny kann ganz schön laufen, du. Ja, ich habe ein bisschen mehr mitgenommen zum Verkaufen. Ja, ich habe nur 100 Fleisch, also vergammelt. Jetzt mal gucken, ob ich das loswerde. Komm mal her, du, ich will dich mal hauen. Oh, das war aber schnell gehauen. Moment, ich brauche, glaube ich, das Messer für Fleisch, ne? Magnus ist gekillt worden. Was? Von was hat der sich denn umnieten lassen? Oh, Beast Treasure habe ich. Was ist das? Wolf Shape Shifting Rune. Oh, was ist das? Weiß kein Mensch. Nee, ne? Eine Wolfsrune oder Wolf, also, dass man sich zum Wolf machen kann oder so. Keine Ahnung. Also, da hinten wäre, glaube ich, der Weg zur Stadt, aber. Ach Mensch, wo bist du denn? Ich glaube, ich bin hinter dir. Ich bin noch vor der Ruine. Weil ich gehe ja langsam. Ich will ja die Goblins erwischen. Die Goblins laufen. Vor der Ruine bist du noch. Ich bin bei der Ruine. Wo bist du denn vor der Ruine? Moment, ja, ich guck mal. Ich komme aus unserer Richtung. Aus Richtung Behausung. Da, ich sehe dich. Ah, jetzt habe ich dich auch gerade gesehen. Ja, wunderbar. So, und ich hoffe, dass hier unten an der Brücke jetzt ein paar Goblins sind, die wir looten können. Nee, da sind keine Goblins, da ist ein Skelett und ein Sensenmann. Das ist auch gut.
Ich sehe nur zwei Eber oder sowas. Oder Wölfe. Nee, Eber sieht das eher an. Da, wo rechts das große Skelett liegt im Wasser. Ne? Ach, da, bei der, nee, bei der anderen Brücke. Bei der anderen, kommt ja bis zur anderen Brücke. Nee, lass mal hier lang gehen. Okay. Dass wir erst in die Stadt kommen. Ja. Es nützt nichts. Ich möchte jetzt ein bisschen was verkaufen und gucken, ob ich noch den Schmied bestechen kann mit ein paar Sachen. So, Levelaufstieg. Danke, Föhn. Was? Ja, du hast mir geholfen beim Levelaufstieg. Du hast. Ach, ich hab das gemacht. Hat das für dich auch gegolten? Das gilt auch für uns, ja. Ah, cool. Wenn wir in der Nähe sind, dann gilt das auch für uns. Mhm. Wir dürfen ja, nur nicht so weit in auseinander meiner Nähe sein. Oder du in meiner. Ja. Ja, ist immerhin Level 56 gewesen, der eine jetzt. Den anderen habe ich nicht geguckt. Komm, nicht so über die Dinger, Mensch. Du mit deinen kurzen Beinchen. Ihr könnt mal hoch, ne? Oder? Ja, da oben sollen die auch Goblins sein, aber ich weiß nicht, ob die da sind. Könnt ihr mal eben gucken. Ist ja wahrscheinlich eh Zufall. Wie viel brauchst du eigentlich noch von den Goblins? Ich beziehungsweise von den drei. Noch drei, ja. Ich noch 5. Ich habe noch 0 von 5. Ich habe ja keine Goblins abgekriegt letztes Mal. Spock hat schon alle, ne? Jo. Ich hoffe, dass hier noch einer vorbeikommt. Sind wir denn überhaupt, wenn wir hier hochgehen, auf dem richtigen Weg? Ja, wir können ja am Felsen wieder runtergehen. Wir müssen ja nur mal gucken, dass wir ein paar Goblins erwischen oder uns ein paar Goblins erwischen, ist ganz egal. Hauptsache, es erwischt uns irgendwas. Ah, da oben sind doch Goblins. Wo? Moment, ich glaube, dran. Bei den Hirschen. Da irgendwas. Hirschen. Ach nee, das warst du. Du bist ja gar kein Goblin. Hätte ich dir beinahe einen Pfeil verpasst. Goblin. Warte, ich wäre beinahe. Der 150-Jährige braucht eine Brille. Das sind alles nur Hirsche. Was hat der, macht der denn da? Ich komme da mich hier nicht weiter hoch. Das leckt wie. Willst du was von mir? Ach ja, das bekommst du. Wenn ich runter Kolani. Ach nee, jetzt hat er. Ich muss doch erst das Schwert in die Hand nehmen. Nicht wieder ran. Scheiße. So ein hartes Wort für so eine weiche Masse. Oh, ich will doch nur das. Ja, das ist hier die Schräge am Berg. Da ist irgendwie schlecht hochzukommen. Du hast da, irgendwer hat da oben gerade was zerlegt. Was ist das, Manni? So, ich gehe jetzt wieder schräg am Berg runter. Ja, ich komme danach. In der Hoffnung, dass wir hier mal Goblins sehen. Warum kann ich den denn nicht zerlegen? Bück dich dabei. Das möchtest du, wa? Ich bin ja gar nicht in der Nähe. Kannst dich ruhig bücken. Okay. Eine Dame hockt sich nieder. Also in die Hocke gehen, Knie beugen. Die Sonne scheint, die Mücken zwicken. Das ist die richtige Zeit zum Blumen pflücken. Ja. Ja, ja. Das war jetzt gerade eine gute Vorlage für die Kinder. Da unten läuft was. Was ist das? Kein Moment, Goblin. Ich sehe kein. Ich gehe jetzt mal den Berg runter wieder, ne? Ich gehe den Berg schräg runter. Ja, ich so auch so mehr oder weniger. Ja, ich habe noch ein bisschen Fleisch besorgt. Vielleicht kann ich das verkaufen. Ein paar Felle vielleicht auch noch. Ich gehe zu dem Weg unten hin. Ganz hoch kommen wir sowieso nicht. Wir können ja leider nicht über den Berg hüpfen hier. Ja, am einfachsten. Es wird Leute. Zeit, dass wir was zum Fliegen kriegen. Wir müssen mal einen Stall bauen und da müssen wir mal gucken, ob wir den ersten Würn oder wie sie heißen fangen. Weifern. Oder Weifern, irgendwas, dass wir mal
Aber wie gesagt, ich glaube, das mit den Zähmen, das geht erst los, wenn wir mit den ersten Goblin-Gizmo hier mit dieser Questreihe durch sind. Da läuft der Dicke. Ich bin unten auf dem Weg. Ja, und vor mir läuft, glaube ich, der Dicke her. Wer läuft vor dir her, der Dicke? Ich kann mich ja gleich mal umdrehen. Der 500-Jährige. Der 500-Jährige? Der sieht immer so knuddelig aus. Hey, das ist so kleiner Knuddeliger. Purer Muskelberg. Jawohl. Ein kleiner mit langem Bart. Ja. Kuckuck, ich bin auch da. Nee, aber wir müssen echt mal gucken, dass wir diese Goblins-Quest hier fertig kriegen. Dann gehen wir gleich mal Richtung Reitstall oder sowas. Irgendwo müssen noch mal ein paar Goblins sein. Ja, ich habe keine Ahnung, wo hier kommt. Die kommen ja immer nicht, wenn... Das ist ja genau das wie in Fallout 76. Da kommen sie auch, kriegen wir auch kein Material, wenn wir es brauchen. Deswegen sage ich ja schon immer, sammeln, was das Zeug hält. Irgendwas fehlt sowieso immer. Ja. Da lassen wir auch jetzt gar nicht mehr reinreden. Nö, macht doch keinen Sinn. Das hat sowieso jeder eine Ahnung. Ich bin ja jetzt auch ein Kärcher-Staubsauger. Ja, mit Super Turbo. Ja. Das war cool. Ui, da ist ein Goblin. Was? Wo ist ein Goblin? Wo schleichst du denn eigentlich rum? Mann, ich bin ja richtig flink heute. Bist du noch unten? Hast du einen, den Goblin? Der redet nicht mehr mit mir, der 150. Noch einen. Oh, unten, ich muss glaube ich runter nochmal. Ah, was ist das? Das ist nur ein Häschen. Hast du ihn? Jawohl. Zwei von fünf. Der hier für Sorgen? Alles sieht aus, als wenn der Zuckung hat. Der hat Zuckung hier. Der die Wache zuckt immer so komisch. So, ich habe jetzt 3 von 5 habe ich jetzt. Wie hast du das denn gesagt, Steff? Wo steckst du eigentlich? Ja, ich habe ja gesagt, hier oben sind irgendwo Goblins. Und die 2 habe ich jetzt erwischt. Die haben immer noch ihre Halloween-Montur an. Aha. Jetzt baue ich nur noch oben bei der Stadt. 3 von 5 habe ich jetzt. So. Ich will auch ein Goblin. Hallo Goblin. Ja, wir gehen gleich mal Richtung Reitstall. Wir müssen ja nicht immer ständig bauen, wir können ja auch mal was anderes machen. Gehen wir einfach mal ein bisschen spazieren, wenn wir jetzt ausverkauft sind. Das ist ein Eber. Ein Eber könnte ich noch schießen. So, ich bin jetzt gleich bei der Stadt. So. Bei der Stadt und fertig. Jetzt erstmal gucken, ob ich was verkaufen kann. Was macht denn unser 500-Jähriger? Die Stadt unsicher. Oh, hallo, du da. Was willst du haben, Garn? Was hab ich denn hier für Schrott? Ach nee, das verkauft der. Moment. Ich wollte gerade sagen. Genau, Garn ist auch nicht schlecht. Garn können wir auch verkaufen. Der sucht gerade, aber ich habe kein Garn mitgenommen. Ja, der war schuld. Ich hab Garn. Ich hab doch nicht alles mit. 75, wohl. Na gut, ehrlich. Dann geh ich jetzt fester kloppen. Guck, ob es da welche gibt hier. Was ist denn mit dir? Was brauchst du denn? Oh, du kannst Leder haben. Ja, das will ich dir geben. Super. Das hat sogar schon was gegeben. Oh, was noch? Patient und Garn sucht er. Okay. Hier ist noch einer mit Garn. Und hau den Lukas. Nee, die Tonne. Ein paar Äpfel, das ist gut. Warte mal. Die könnte ich gleich mal zuordnen.
So, haben wir ein paar Äpfel. So, ihr Lieben, halbe Stunde haben wir voll. Ich würde sagen, wir sagen einmal Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und wir gehen davon aus, ihr tut nur Gutes. Gut wäre ein Däumchen nach oben, ein Abo für uns alle und ein Glöckchen. Und wir sagen Tschüss, ciao. Ja, von mir auch. Tschüss. Und wenn ihr einen Kommentar habt, bitte einen Kommentar. Wir freuen uns über jeden Tipp. Und Trick. Hey, klau mir nicht die ganzen Dinger hier. So, Schwein, Vibe. Immer mal. Sonst kommst du wieder an den Herd ran.